letzten Jahr fand das Endspiel um den Europapokal im Fußball in Paris statt. Gegner waren Leeds United aus England und Bayern München. Leeds United war favorisiert und die Fans kamen in der hohen Erwartung, den Pokal mit nach England nehmen zu können. Aber Bayern München hat gewonnen und die Folge davon war, dass die enttäuschten Fans alles, was ihnen zwischen die Finger kam, kurz und klein geschlagen haben. Straßen und Läden wurden demoliert und das Stadion war einer Renovierung bedürftig. Das ist das Thema unserer Sendung, die Gewalt auf dem Fußballplatz. Der Vandalismus im bezahlten Fußball ist zu einem echten Problem geworden in der Bundesliga. Ort unseres Geschehens, den Verein, den wir ausgesucht haben, ist Rot-Weiß Essen. Wir waren mit der Filmkamera dabei und haben beobachtet, wie also die Fans in der Westkurve sich für einem Bundesligaspiel benehmen und was sie dazu zu sagen haben. Außerdem haben wir mit einigen dieser Fans und Vertretern des Vereins eine Diskussion geführt. Ich möchte die genauen Zahlen da nicht sagen, das steht mir hier nicht zu. Ich darf nur sagen, dass wir für die verkehrspolizeilichen Maßnahmen und auch für die Schutzmaßnahmen hier im Stadion ausreichend Polizeikräfte zur Verfügung haben. Vorsicht in der Einfahrt! Und bitte räumen Sie die Einfahrt! Ich laufe hier über 40 Jahre hin. Man dachte mal, spiele noch Karl Heim, Werks und Giebel sind eine Läuferei. Was sich die letzten zwei Jahre hier abgespielt hat, da schämt man sich manchmal hier hinzugehen. Das sollen sich ruhig alle merken. Oh, ja. Sicher. Wer denn? Ja, sicher. Gerade liefen sie doch schon wieder daher. Wie denn? Sie können hierher auf dem Sehr geehrte Sportfreunde, zum wiederholten Male sieht sich das Präsidium veranlasst, diejenigen, insbesondere unsere jugendlichen Besucher, anzusprechen, die in den zurückliegenden Wochen unseren Verein, die Stadt Essen und den gesamten Fußballsport durch ihr undiszipliniertes und skandalöses Verhalten in Verruf gebracht haben. Liebe Fußballfreunde in der Westkurve, ich darf Sie doch bitten, das Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu unterlassen. Liebe Freunde in der Westkurve, ich darf Sie bitten, das Pfeifen mit der Drillerpfeife zu unterlassen. Sie sehen, dass die Spieler irritiert werden. Der Schiedsrichter ist gehalten, das Spiel gegebenenfalls auch abzubrechen. Bitte unterlassen Sie diesen Unfug. Was halten Sie von den Leuten aus der Westkurve? Das ist beschämend, ist er. Sehr beschämend. Ich finde, solche Leute gehören nicht auf den Fußballplatz. Nein, ich bin auch noch ein junger Mensch. Ich kann die in gewissem Maße verstehen. Aber nicht alles. Irgendwann geht es so weiter. Ne? Da müsste der Verein bzw. die Polizei, könnte das Leid nicht schnell ausschalten, wenn sie einige Leute entsprechend postieren würden und die Leute rausholen. Und dann entsprechend bestrafen. Und vielleicht sogar hier veröffentlichen. Wie denn? Ja, nun, dafür gibt es die Staatsanwaltschaft. Ja, sagen Sie mir, warum, wie Sie das machen wollen. Die, wie man die raus... man braucht ja nur mal schauen, die Fahnen, die da brennen. Ja. Es ist doch eine Kleinigkeit festzustellen, welche Leute das inszenieren. Nee, so schnell nicht. Nicht? Nee. Das sieht man von unten. Das können wir sogar hier von der Tribüne aus beobachten, welche Leute da anzuschlagen fallen und gerade die Kleinen angreifen. Wer das war? Die Westkurve sagen alle nur Westkurve. Ja, da Essen, Hafenstraße, da kriegen alle nur einen Arschkauen. Aber ist das gar nicht so. Da sind vielleicht 20, 30
wirklich, die sich am Vorspiel schon einem Arsch hauen und anderen die Flaschen über den Zaun werfen. Und dafür werden die ganzen anderen, die da vernünftig sind auf dem Platz, die werden damit für angeschuldigt. Dass die den Ruf versauen, ist auch klar, ne? Aber da können die überhaupt nichts gegen unternehmen. Das sind aber nicht nur die Essen oder so. Ja, genau, wenn da nämlich so ein paar Spieler sind, ne, die da Flaschen runterschmeißen, das finde ich selber doof. Aber gehen Sie mal einen anderen Fußballverein, da ist dann nämlich genauso. Die machen dann nämlich alles so. Dann saufen sich ja vor dem Spiel einen an, ja, und dann schmeißt die Flasche runter. Finde ich zwar auch doof, aber das kann man gar nicht ändern. Das sind überall so. So wie wir in Bochum waren. Da fand ich auch eine Sauerei von den Bochumern. Wir kamen in Bochum an, was haben wir gekriegt? Dicke Augen. Dasselbe machen wir, wenn wir nach München, wenn München hier runterkommt, kriegt München auch dicke Augen. Wenn das von den Zuschauern kommt, muss ich sagen, dass ich der Einstellung bin, die haben bezahlt und die können also sich etwas abreagieren. Deshalb interessiert mich das überhaupt nicht. Ja, also ich finde, also bei Rot-Weiß, da ist also irgendwie die Atmosphäre auf dem Platz erstmal ganz anders. Und also in der Westkurve dann, also ich weiß nicht, wie man das erklären soll, aber bei Rot-Weiß, da ist, wenn die ist nicht wie eine Mannschaft, die verliert und die gewinnt. Also manche Mannschaften gewinnen nur, wie Gladbach, Bayern und so. Und die sind halt immer oben, da kann man irgendwie keine Niederlage mitmachen. Und das ist überhaupt, wenn man richtig Fan ist, dann ist man seelisch und ganz anders dabei. Dann kann man auch Niederlagen einstecken. Wir alle, wir verbringen die meisten zusammen, ist noch ein Berg im Sommer, saufen, Winter hier in der Pommesbude, machen Mist, verarschen die Leute. Ja, ich bin Gas- und Wasserinstallateur, ich arbeite von 7:30 bis 5 Uhr, nicht so um 6 Uhr zu Hause, tue ich erst Essen, dann mache ich meistens abends immer, teile ich mir das ein, für die Berufsschule die Hausaufgaben. Oder schreibt Wochenbericht. Ja, und dann gehe ich nach draußen, spielen wir Fußball oder saufen, ne? Ja, und dann, was machen wir dann da so groß? Das ist eigentlich alles. Bei uns ist keine Möglichkeit, um was zu machen. Ja, da müssen Jugendheime, mehr Diskotheken oder Aufenthaltspunkte. Wir stehen immer bei uns am Kindergarten, sitzen wir da rum. Ja, was soll man da groß machen? Also wenn man nüchtern ist, dann macht man das vielleicht nicht, aber wenn man schicker ist. Man erobert dann auch eine Fahne von dem anderen. Man ist mal so triumphierend, also kommt man sich vielleicht groß vor, wenn man von dem anderen vom Gegner die Fahne geklaut hat, wenn man auf die Schnauze geklopft hat, vor allem wenn es blau-weiß ist. 45 Minuten kann man sich das anhören. Meine Funktion ist, die Flasche runter von dem Platz runterzuholen. Ne? Was noch? Ja, und in Ordnung richtig zu bringen, ne? Dass sie nicht da demonstrieren. Rot-Weiß Essen ist das Stiefkind der Bundesliga. Die Stadt Essen und der DFB ist ein großer Scheißhaufen. Die tun nämlich nur was für die großen Vereine, für die Kleinen, die lassen sie da stehen. Zum Beispiel Köln, jetzt jemand ein neues Stadion gekriegt, dafür würden sie für Essen nie tun. Bei uns fehlt unwahrscheinlich viel. Da ist kein Fußballplatz, ist kein gar nichts, keine Diskothek, gar nichts. Und wenn, ja, dann, wenn man da reingeht, genau in der Nähe da bei uns, da ist die Schläger, okay. Wenn man reinkommt, kriegt man auf die Fresse und so. Man macht gar nichts und so. Da stellen sich da welche im Weg, die rempeln einen an und ja, wenn man einmal sagt, dann kriegt man auf die Schnauze. Da haben wir auch keinen, ehrlich gesagt, keinen Nerv reinzugehen und so. Bei uns die neue Heimat da, die tut ehrlich gar nichts für die Jugendlichen und so. Altersheime bauen. Ja, Altersheime, so eine Scherze, da bauen sie da. Aber für uns wird gar nichts gebaut. Und dann in der Siedlung Randale gemacht, wie die Zäune eintreten und so von den Besoffenen. Also so wie die Miete erhöht und so eine Scheiße alle. Da regen sie sich auf. Aber statt sie da mal eine Diskothek bauen oder so ein Jugendheim und so.
nehme diese Zurufe mit viel Amüsement auf, denn meistens sind sehr originelle Bemerkungen dabei, die, wenn man allerdings ins Privatleben ginge, wohl zu manchen Zivilklagen langten. Aber eines darf man nicht. Man darf also nicht Korrespondenz mit den Zuschauern treiben. Denn wenn man das täte, dann hätte man den Zuschauern ein gefundenes Fressen gegeben. So kümmert man sich nicht drum, registriert es im Untergrund und amüsiert sich drüber. Also im Jugendzentrum, wo man machen könnte, was man wollte, also dann kommen ja auch Schlägereien auf. Zum Beispiel, man könnte da trinken und dann durch Trinken kommen dann auch Schlägereien auf. Siehst du, und daher kannst du also im Jugendzentrum, stelle ich mir so vor, dass man dann, also nicht irgendwie, also das dann zum Diskutieren, da zum Tanzen, aber ohne irgendwie Alkohol, also dass dann keine Schlägerei aufkommen könnte. Ja, hör mal, wenn du schon alkoholsüchtig bist, ne, dann brauchst du dann kein Jugendzentrum mehr. Ich werde morgen 16. Dazu wäre erstens zu sagen, dass grundsätzlich hier bei Rot-Weiß Essen die Ordner die Westkurve im Griff haben. Die Westkurve ist besser als ihr Ruf. Es sind dort Fans, die mitunter durch die Euphorie sich etwas mitreißen lassen. Wir von der Polizei haben in ganz, ganz seltenen Fällen nur Probleme gehabt. Die Westkurve soll sie eine Betonmauer ziehen mit Seeschlitze. Dann wird sowas nicht mehr passieren. Sprechen kann, ne? Ja, oder er? Moment mal. Wir sind. Moment, warte mal. Warte mal, wir fangen an. Ne? Wir sind hier in Essen, Ecke Hafenstraße, Bocholter Straße, in der typischen Essener Eckwirtschaft, in der also die Fußballbesucher, alle Fußballbesucher in Deutschland kennen die Hafenstraße, das Stadion von Rot-Weiß Essen. Und in dieser Kneipe hier verkehren halt typische Fußballfans von Rot-Weiß Essen. Hier am Tisch sind drei Vertreter der, ich würde sagen, ernsthaften Fußballfans, Leute, die ihre Sitzplätze auf der Tribüne haben. Und um mich herum sind vier, ja, natürliche Fans, Leute, die in der Kurve stehen und die billigen Plätze haben. Worum es geht, sind die Schwierigkeiten, die die Vereine und die Vereinsvorstände mit den Leuten auf den billigen Rängen haben. Ich würde bitten, dass einer von Ihnen kurz sagt, was hier so anliegt und versucht es auch dann zu verallgemeinern. Ja, vielleicht darf ich erstmal ein Wort dazu sagen. Mit den Leuten auf den billigen Rängen, das hat so einen leichten Anstrich, so wollen wir es nicht sehen. Wir sehen es also nicht so, dass die Leute, die etwas weniger bezahlen, Entschuldigung, Zuschauer zweiter Klasse sind und die auf der Tribüne sitzen, Zuschauer erster Klasse, sondern ich sehe das etwas anders. Gerade die Leute, die auf den billigen Plätzen sind und regelmäßig da hinkommen und ihr 7 oder 6 Mark treu abbezahlen, die sind für uns oder für den Verein viel wichtiger als manch einer, der auf der Tribüne sitzt. Aber ein Erlebnis vielleicht, das mir widerfahren ist und was mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat und was mir an die Substanz gegangen ist. Ich bin geboren im Westerwald und fahre also regelmäßig nach Altenkirchen im Westerwald, um meine Eltern zu besuchen. Und da trinke ich dann also abends mein Bierchen, unterhalte mich mit alten Freunden, mit denen ich zusammen Fußball gespielt habe, für die Bundesliga. Und an einem Samstag vor 1 oder 2 Jahren, als wir hier ein paar Wochen vorher gegen Bayern München gespielt hatten, da wurde ich also mit dem Ruf, mit dem beglückenden Ruf begrüßt, da kommt der von dem Messerstecherverein. Da war also Folgendes passiert, ist wahrscheinlich jedem bekannt, in den Strafraum von FC Bayern München flog ein Messer und unser Meier, der Torwart von Bayern München, der hatte also verständlicherweise nichts Besseres zu tun, als ein Messer zu nehmen und demonstrativ dem Schiedsrichter zu zeigen. Da habe ich zum ersten Mal gespürt und gemerkt, wie schädlich es ist für einen Verein und für seine Mitglieder und für seine Zuschauer, wenn solche Dinge passieren und durch Fernsehen, Presse, in der ganzen Öffentlichkeit breitgetragen werden. Und ich glaube, vielleicht können wir an diesem Beispiel mal unsere Diskussion beginnen. Ich glaube also, dass solche Exzesse auf dem Fußballplatz unmöglich sind. Ja, ich werde auch nie verstehen, warum die manche Rot-Weiß-Fans, die da sind, mit Messer schmeißen oder so, die meinen, da wird halt auch nicht von besser, wenn die Messer schmeißen, dann kann höchstens das verletzt werden, der Spieler verletzt werden, das Spiel wird abgebrochen. Ja. Oder es wird auch so abgebrochen. Und was haben sie dann davon? Gar nichts. Und das braucht nur ein so ein Typ zu sein, der dann die Messer schmeißt, der versaut aber den ganzen Ruf von der Westkurve. Aber wir haben aber auch den wieder runtergebracht zur Polizei. Muss doch mal auch wieder. Ja, sicher, so, aber das wird ja sowieso nicht anerkannt. Guck mal, die schmeißen da Messer runter. Was hat das für einen Sinn? Überhaupt ja, auch gar nicht. Das haben wir hat die ja ganz Westkurve ja eingesehen. Warum haben wir den ja runtergebracht? Wenn es im Stadion zur Ausschreitung kommt,
dann stellt man immer wieder fest, dass aus der anonymen Masse heraus Einzelpersonen sich irgendwie besonders hervortun wollen. Dieses Wurfgeschoss, was auf den Torwart Josef Mayer von Bayern München abgeworfen wurde, das ist aus den hinteren Rängen der Westkurve geschmissen worden. Wir haben das hinterher festgestellt. Das ist eine Einzelperson gewesen, die gesagt hat, ich kann hier jetzt nicht sofort entdeckt werden, ich schmeiß das einfach mal da runter und ist dann weggelaufen. Das haben wir hinterher im Nachhinein recherchiert. Ja, meinen Sie, dass er genauso sich gedacht hat, also ich kann hier untertauchen? Ja, sicher. Denn wir haben festgestellt, dass die Westkurve ruhiger geworden ist. Wir haben eine Analyse mit der Polizei gemacht und haben einen Fernsehwagen in das Stadion hineinfahren lassen mit einer Fernsehkamera. Die Fernsehkamera ist auf die Westkurve gerichtet und die hat die Aufgabe, bei irgendwelchen Vorkommnissen die Betreffenden festzuhalten. Ja, aber wenn jetzt der Wagen nicht da ist, dann sehen Sie auch direkt sofort, dass der Wurfgeschoss runterkommt. Ja, wir müssen noch zwei Dinge auseinanderhalten. Wir müssen dem Übel an die Wurzel gehen. Da müssen wir uns mit sozialpolitischen Überlegungen auseinandersetzen. Zum anderen haben wir die Aufgabe, den Spielablauf aufrechtzuerhalten, weil sonst das Spiel zu unserem Nachteil abgebrochen wird. Wir kennen die da alle in der Westen. Haben wir schon einen durch die Kamera gebracht? Wir haben, es ist ja dann nicht mehr vorgekommen, wenn die Kamera da waren. Wir hatten noch eine andere Aufgabe, haben wir zu erfüllen, dass wir Leib und Leben unserer Besucher schützen. Denn wir müssen daran interessiert sein, dass zahlreiche Zuschauer kommen und wenn ich dann höre, dass welche nicht ins Stadion reinkommen wollen, weil sie sich irgendwie bedroht fühlen. Ja, wie wollen Sie das verhindern, dass die da runterschmeißen oder was? Ja, zunächst einmal, dass wir die äußere Ordnung aufrechterhalten. Ja, wir kennen uns fast jeder in Westkurve. Können Sie aber nicht verlangen, dass wir uns einfach verfetzen oder was? Da kann man nicht von uns verlangen. Wir nehmen mit denen immer zusammen gegen uns. Da müsst ihr euch mit denen auseinandersetzen und sagen, dass das sein ist. Ja, aber das kann man mit denen nicht machen. Meinen Sie etwa, wie in der Zeitung stand, wenn in der Westkurve Wurfgeschosse kommen, derjenige, der einen zur Geschäftsstelle raufbringt, der kriegt dafür Geld oder so, der wird dafür belohnt oder so. Meinen Sie da wirklich, da wird jetzt einer den hochbringen und so, nur dann irgendwie in Tribünen? Das würde keiner machen, aus Kameradschaft und jeder nicht machen will. Wenn er die alle nicht einer sagen würde, dass ihr alt aus. Wenn ihr nicht mehr in die Westkurve reinkommt. Wenn ihr die alle kennt, dann redet ihr doch mal mit denen. Oder wenn so einer für alle und alle für alle. Ihr habt vorhin gesagt, nicht wahr, wenn die Polizei in größerer Massierung dort auftritt und es ist ein Fernsehwagen da, dann würdet ihr noch mehr gereizt. Daraus müsste man doch jetzt schließen, dass Gewalt noch mehr Gewalt erzeugt. Das heißt, wenn wir jetzt also Ausschreitungen mit größerer Strenge beantworten, dass da noch mehr Ausschreitungen sind. Aber das ist doch in die gleiche Kategorie einzuordnen, dass wenn ihr jetzt auswärts von den dortigen Fans attackiert werdet, und ihr kommt und die kommen dann nach Essen, dann revanchiert ihr euch. Natürlich, ist ganz klar. Aber es ist nämlich wichtig, wenn einer mal damit anfängt und sagt, wir hören mal auf damit. Das ist gut. Also wir gehen nächstes Jahr wieder nach Braunschweig hin. Wir stehen da, Sie und ich, unser Toni Braunschweiger hier auch wieder rüber. Wir wollen nicht mehr. Sie machen Sie mal ruhig dran. Wir lassen mich doch aussprechen. Ja, kannst du aber einen nach dem anderen. Ist das an oder? Ich habe mir das jetzt angeguckt, wenn ich so über Erzählungen mithöre von Braunschweig und von Schalke, dann ist also so ein Spiel gegen Braunschweig und gegen Schalke zunächst nicht ein Spiel, sondern so ein Krieg. Krieg, ja. Ja. Aber ihr habt doch gerade gesagt, wenn die Braunschweiger hier hinkommen oder wir fahren hin, oder wenn die Schalker hier hinkommen oder wir von hinten, gibt es erstmal Zeug. Gibt es Krach. Warum gibt es Krach? Weil vorher auch Krach war. Und wir haben auch mit vielen Vereinen. Wenn du das jetzt mal überlegst. Und wir wollen dann noch mit mehr Vereinen. Ja, nur jetzt folgendes. Schön, wenn du Freundschaft zutat, finde ich auch gut. Ja, wir auch mehr, nur, wie bleibt denn der Fußballspieler noch? Lassen wir nur eine Stunde Freundschaften da. Das ging völlig unter Freundschaft, da fahren wir nach Berlin, dann stehen wir da zusammen, trinken ein. Das finde ich richtig, und da nur zusammenstehen. Jetzt geht der Schalke gegen Dortmund. Wir sind nach Dortmund, zu Dortmund darüber gefahren. Wir haben Essen ungefähr da. Und haben die Dortmund angefeuert, weil wir mit denen Freundschaft haben. Habt ihr Kontakte zu denen? Ja, wir haben Kontakt mit denen und mit einem nach Frankfurt. Ja, nehmt ihr dann... Ich habe aber gehört,
mit Eintracht Frankfurt eine Einladung für den Rot-Weiß-Fan-Debatte dafür Turnier. Ja, ihr nehmt also vor dem Spiel Kontakte zu befreundeten Clubs, also zum Beispiel sprich Hertha BSC oder Eintracht Frankfurt. Ja, Dortmund. Wir haben überall zu Dortmund jetzt zum Beispiel in Schalke gespielt hat, ja. Ja, wir haben bestimmt 100 oder 200 Essener da. Das Pokalspiel. Ja, die für Dortmund mitgeschrien haben. Ja. Ich wette, keiner aus dem welche, aber die meisten aus dem Westkurve wären auch nicht dagegen, wenn Freundschaft mit Schalke, Duisburg oder Düsseldorf wäre. Ja. Hieße das denn, wenn Dortmund aufstieg in die Bundesliga und die Dortmunder kämen hierher? Würde überhaupt nichts passieren. Ja, das wäre ja schon gewesen. Ja, Dortmund 1-0 gewonnen und die Dortmunder Fans. Wäre völlige Ruhe hier. Die standen erst in der anderen Kurve, ne? Da haben wir die rübergeholt in der Westkurve. Wir haben gesagt, keiner packt euch an. Ja. Keiner hat es an. Aber 3-2 in Dortmund. Da war ja auch nichts gewesen. Da stand jene Dortmunder Fans. Das ist auch keine Ahnung. Das ist echte Freundschaft. Ja, dann beruft doch mal eine Gipfelkonferenz aller Anführer der Bundesliga-Fans ein. Anführer, und, ja, oder? Kann man nicht sagen, aber die sind so viele Klicken, ne? Die machen ja, das nicht. Die Anführer kann man doch nennen. Der Duisburger ist zum Beispiel der Riese, das Schalke ist der Hennes. Wie funktioniert das mit den Anführern? Wie werden die rausgeguckt? Wenn ich jetzt da hingehe, ich habe einen Rot-Weiß-Trikot und gehe in der Nordkurve und so, sag zu dem Hennes so, wie ist er mit Freundschaft oder was? Die sind vom Apfel. Ja, dann kriegen wir sofort von Apfel. Nee, der Schalke, weil Schalke und Essen. Wo ist er? Er ist in der Nordkurve von Schalke. Ja, oder so. Ich habe ein Beispiel. Also Schalke und Essen, das ist der größte Hass. Ja, wenn du Rot-Weiß nehmen, dann sehen wir Rot. Irgendwie könnte er Freundschaft sein. Ja, umgekehrt auch. Können wir was sagen? Ja. Wir waren in Gladbach gewesen letztes Jahr, wo wir 2-2 gespielt haben. Ja. Hat einer von uns, ich will den Namen nicht nennen, ich kenne ihn gut. Ja. Und da haben wir 2-2 gespielt, vor dem Spiel. Ich bin in Gladbach raus. Ein Drängen gegangen, sagt er, komm, wir gehen ein Drängen. Ach ja. Freundschaft und dann. Auf einmal kam er wieder. Blaues Auge, alles. Hals aufgeschnitten. Oder wurde in einen Hals aufgeschnitten. Nur in Gladbach. Mit Flasche Hals aufgeschnitten. Ein richtig schönen Abend. Ja, aber. Wo die Gladbacher dann ein Bier. Da haben wir das Gleiche mit denen gemacht. Und da müssen sie nicht wundern, wenn sie reichlich kriegen. Ja, aber wenn es auch keine Anführer gibt, wie spricht sich denn rum, mit welchem Club man befreundet? Natürlich gibt es Anführer. Natürlich gibt es Anführer. Anführer gibt es immer. In Essen gibt es Anführer. In Schalke gibt es Anführer. Das ist euer Anführer. Und wie viel habt ihr da? Den Namen wollen wir nicht nennen. Wie viel habt ihr denn? 10, 12 Stück. Aber geht das mit dem Anführer nach hier oder geht das nach Lautstärke oder nach hier? Aber meistens will ich echt ehrlich sagen hier. Wenn du den anderen auf die Presse haut und er ist der Stärkste, ist er der Anführer. Ne, du auch nicht. Ja, ich mach das erstmal bewusst krass, um zu wissen, wie sich das mit den Anführern da abspielt. Ist es so, dass also der Anführer danach ausgewählt wird, der die meiste Kraft hat und der am stärksten zuschlägt? Oder ist es der von seinen Erzählungen, von seiner Beeinflussung in die Gruppe ja, ja, auch nicht, auch nicht. Wer macht das? Wer macht das? Du bist ja so der Anführer, ne? Du sagst jetzt so, ich bin der Boss, ne? Ja. Aber wie in Berlin? Ja. Ja. Ist das Spiel ja ausgefallen, da ist bei uns der Boss, ich will ja nicht den Namen nennen, der ist ja zur Geschäftsstelle gegangen, haben wir die Geschäftsstelle gestürmt. In Berlin. Darf ich mal eine Frage stellen, warum habt ihr die gestürmt? Mach mal ganz langsam jetzt, warum habt ihr denn die Geschäftsstelle? Wir haben nicht jetzt wegen Schiedsrichter gestürmt. Oder was haben die Geschäft? Langsam, Zwischenfrage. Nein, weil der Schiedsrichter, der gerade in der Geschäftsstelle war. Ja, das war ja wohl eine ganz große Schweinerei. Wollen wir ihn verkloppen? Ach, verkloppen nicht, wir wollen ja an die Wäsche gehen, ja. Nicht ja, das soll er selber. Nee, wollen ja nicht mal auf Fresse hauen. Ja, das war so. Du wolltest immer an die Wäsche gehen, aber nie auf die Fresse hauen. Nee, wir wollten so richtig so packen und damals so ist das Bürchen. Ja, das war so, wir rufen von Essen aus vorher an, ja, das Spiel findet statt, ne? Mhm. Dann sind wir in Berlin, das war so 2 Stunden vom Spiel, rufen wir mal an, ja, ist alles klar. Jetzt sind wir im Stadion, wir warten auf das Spiel, auf einmal kommen so ein paar Typen auf den Platz und reißen die Tore ab, ne? Da waren wir schon fertig, was machen die denn, ne? Und so, dann war das 3 Uhr so, da ruft der Stadionsprecher, ja, das Spiel fällt aus. Dann dürfen Sie nicht vorher sagen, das Spiel findet statt. Natürlich. Oder mit dem Bus in der... Wir haben mich einfällig zurückgezogen von dem Geld. Ich war jetzt nicht in Berlin, aber ist nicht vor uns möglich. Wenn 16 Uhr das Spiel ist, rein theoretisch. Ja. 15.30 Uhr. Oder 15.30 Uhr. Ja. 14 Uhr ist klare Sicht. Ja. Und 15 Uhr... Das war ich gerade. Ich war nicht in Berlin. 15 Uhr ist Nebel. Der Mann kommt raus und sagt, ich sehe nichts mehr. Der Platz, der war echt bespielbar. Darf ich noch was sagen zu den Essener Fans hier? Ich will noch mal zurück zu einer Sache. Und zwar, da sind wir vorhin abgekommen. Also was mir jetzt so im Kopf geblieben ist, sind eigentlich so 2 gegensätzliche Behauptungen. Und zwar war das einmal die anonyme Masse in der Westkurve. Und dann kommt aber aus den Reihen der sogenannten Masse, kommt dann eine für alle, alle für einen.
Das ist natürlich ein ungeheurer Widerspruch. Ne? Und den würde ich ganz gern versuchen aufzulösen. Denn ich meine, wenn einer von außen guckt, ist es vielleicht eine Masse, aber wenn die in sich funktioniert, dann kann man nicht mehr von Masse sprechen. Ja, dann tut man der Masse Unrecht. Wenn keiner jetzt hier aus Kameradschaft bereit ist, den Täter zu denunzieren, dann ist damit ja auch eine gewisse Anonymität gewahrt. Das heißt, der Betreffende kann sicher sein, dass er nicht benannt wird und kann es deshalb dann auch machen. Ich meine, ja, ja, ich verstehe also diesen Widerspruch in sich sehe ich dabei gar nicht so sehr. Ich dachte, sag du erst mal. Ich meine, die den kennen, die müssen sich mit dir unterhalten, weil ich das echt blöd finde, wenn die das Flaschen runterschmeißen. Und wenn er dann immer noch nicht einsieht, dass das Blödsinn ist oder was, dann müssen sie den eben stellen. Die können sich vorher mit dem unterhalten. Wenn er dann halt immer noch nicht einsieht, dann müssen sie den stellen. Würdest du den da hochbringen? Eine Haarreise und dann. Das ist ja nicht nötig, dass der gleich dann da eine Geschäftsstelle raufgebracht wird. Aber wir können ja sagen, du gehörst nicht mehr zu uns jetzt, wenn du das noch einmal machst. Und dann wird er sich ja schon überlegen, ob er es dann nochmal machen wird. Da ist doch auch ein Fanclub gewesen, zum Beispiel, wo wir in Karls Lauter mal 3-1 gewonnen haben, haben sie auch die Tribüne gestürmt und so. Hat der Lautsprecheransager gesagt, ja, liebe Freunde aus dem Fanclub und so, also Hef. Ja. Und dann, uns, damit die, ja genau. Da war ich dann Fanclub Söder mit da haben wir zu denen gesagt, ja Jungs, hört doch auf, sonst was soll die Scheiße denn? Da haben die auch noch gehört. Da war nicht einer da. Die haben den Schwanz eingezogen. Ja. Ja, aber so, sozusagen, ne? Nein, aber ihr sagt doch immer, was mir auffällt. Ihr sagt immer, dann haben die das getan und die haben das getan. Ja, wir sind auch dabei. Ihr seid dabei. Ja, ich jetzt bin dabei. Ich ganz, zu. Ganz konkrete Frage. Habt ihr denn schon mitgemischt? Natürlich, voll. Gib ich ja zu. Ja, gut. Ich habe schon Fahnen geklaut, ich habe Scheiben eingehauen, dann gebe ich alles zu. Gut, ich habe Fahnen geklaut, Scheiben eingehauen. Ja, und? Aus welchem Grund denn? Jetzt zum Beispiel... Aggressionen waren das. Ja, da bin ich echt sauer, wie in Bochum. Ja, diese Geschichte Bochum. Ja. Das Spiel dauert doch so lange, bis der Schiedsrichter abfällt. Naja, dauert für mich 90 Minuten das Spiel. Naja, aber wenn er dann 92 oder 93 Minuten spielen lässt, ja, aber dann fährt so ein blödes Tor. Ja, gut. Dann ist man doch echt sauer. Ich habe das Spiel ja auch gesehen. Und der Schiedsrichter hat nachspielen lassen. Und wenn in der letzten Minute ein Tor fällt, das kann man doch nicht den Schiedsrichter angreifen. Nee, den Schiedsrichter haben wir nicht angreifen, weil der Stadt angegreift. Ja, wenn Rot-Weiß jetzt in der 91. Minute ein Tor geschossen hätte, wäre das bejubelt worden. Ja, dann bejubeln wir, oder die anderen Fans dann sauer. Ist natürlich auch verstehen. Obwohl, Kollegen, die jetzt wieder sauer sein. Die ja nicht stehen, oder sitzt er auch? Das sitzt er auch. Die machen dann genauso Scheiße wie er, du. Aber dann frage ich, was hat der Fanclub für eine Funktion? Ja. Ja. Es gibt doch sowas. Das kann ich Ihnen genau sagen. Das würde ich jetzt gerne sagen. Erstmal vom Verein. Diese Leute, die hier sitzen, die identifizieren sich überhaupt nicht mit dem Fanclub. Nein, mit dem Verein. Ja, gut, aber weil der Fanclub ist wieder eine etablierte Geschichte. Ja, warum muss das eine etablierte Geschichte sein? Sag mal, der Fanclub ist dafür da, ja, um Geld zu holen. So sieht das nämlich aus. Geld für mich? Die gehen nach dem Vorstand von Rot-Weiß zum Präsidenten Launheim, tun sich Spenden. Wofür haben sie denn Fanclub? Die Spieler gehen und tun sich Spenden. Ja und, die wollten aber genauso gut den Rot-Weiß-Fans helfen, dass die weniger... überhaupt nichts, die hätten gar nichts da helfen. Nee, die schöpfen ihren eigenen Fanclub. Ich weiß nicht, gegen Karlslautern im letzten Jahr, ja? Da haben die Rot-Weiß-Fans, also wir und er, haben die Tribüne gestürmt. Der Sternensprecher durchgerufen, der Fanclub soll bitte helfen. Haben sie eingesessen? War nicht einer da? Ja, kann man ja verstehen. Kann man ja verstehen. Wer geht denn da rein? Da als die kleinen Kinder und nicht von uns, so welche. Die sind 17, 18 oder 20, da geht doch keiner rein. Wenn da einer da ist oder was, dann sind schon manche mitgefahren nach Hamburg. Das ist ja der Braunschweiger Fanclub. So wie da die Organisation. Der Braunschweiger Fanclub. So müsste das auch hier in Essen sein. Hier in Essen, da weißt du ein, genau. Ich muss erstmal was fragen. Wie ist der Fanclub überhaupt entstanden? Wer hat ihn ins Leben gerufen? Ja, ich und er. Wir. Wie lange existiert er jetzt schon? Ein Jahr. Ein Jahr. Da haben wir die Fahrt nach München organisiert, ne? Und da konnten wir nicht fahren, weil keiner über 18 noch mit war. Ja, ich bin 16, er ist auch 16. Der kann Frau Dames ruft da an und sagt, ja, ich übernehme das. Gut, hat sie übernommen. Ein oder zwei Tage später ruft sie an. Frau Dames. Leute, die nicht so gut kennen. Ja, Frau Dames ist die Präsidentin von Rot-Weiß. Oder als Präsidentin, ja. Von Fanclub. Von Fanclub, ja, würde ich gerade sagen. Von Rot-Weiß, ja, auf jeden Fall ein oder zwei Tage später ruft sie an uns und sagt, ja, ich bin jetzt die Präsidentin. Du warst selber dabei. Ich bin die Aue. Langsam. Also das geht ja nicht, dass man so irgendwas anfängt. Also ihr sagt, ihr habt es angefangen. Ja. Und auf einmal hat es eine Präsidentin. Wie geht das? Ja, ist ja gerade das Ding. Weil die beiden nicht volljährig waren.
gab es dann eine volljährige Präsidentin. Ja, aber da wussten die beiden nichts von. Auf jeden Fall hat Frau Dahmes sich selbst gewählt. Der zweite Vorsitzende ist Herr Dahmes. Aber ihr wusstet gar nicht. Der dritte Vorsitzende ist Sohn Dahmes. Und er wurde gar nicht gefragt. Keiner wurde gewählt. Keiner wurde gefragt. Ich glaube, das kann vierten Vorsitzenden. Ja, dann nehmen Sie die kleine Tochter. Nee, aber ich könnte mir vorstellen, sowieso. Nee, ich könnte mir so vorstellen, dass über so einen Fanclub, also ich meine, so einen Kontakt zwischen den Fans und dem Verein, von dem Sie ja auch sprechen, dass er wünschenswert wäre, auch im Hinblick auf Kontrolle und Ordnung, weil, dass man den halt herstellen müsste, dann kann man natürlich sowas Unglückliches eigentlich nicht passieren lassen. Soll ich mal ein Wort dazu sagen? Finde ich. Mit dem Fanclub, da ist so eine sehr zweischneidige Sache und ich weiß, dass Herr Dr. Bader eine andere Auffassung vertritt. Der Fanclub, der wird von vielen Leuten im Präsidium und in den entscheidenden Stellen im Verein belächelt. Ich weiß, was ich jetzt erzähle, das tut vielleicht manchen weh. Und zwar deshalb belächelt, weil es einfache Leute sind, die sich nicht so gut ausdrücken können. Und weil es Leute sind, die eben nicht so etabliert sind wie die Vereinsspitze und manche andere. Da geht man also hin und sieht in den Fanclub Leute, die ein bisschen rumschreien, die vielleicht leicht behämmert sind, die Plakate da rumschicken, die für einfache Arbeiten benötigt werden, die man aber nicht in den Verein integrieren will, weil es eben einfache Leute sind. Ja? Und das ist das Problem. Dadurch wird der Fanclub langsam zum Außenseiterclub. Ja, klar. Zum Außenseiterclub. Das ist auch funktionsuntüchtig. Ganz genau, darauf wollte ich auch. Ja, aber da haben wir doch wieder diese Geschichte. Die Vereinsspitze verkörpert doch gerade bei Rot-Weiß niemals den Verein. Wir müssen uns doch mal überlegen, Rot-Weiß ist im Essener Norden angesiedelt. Ja, da wohnen Arbeiter und Richtige, wie man in Essen sagt, mal Loker. Und die Vereinsspitze sind irgendwelche Leute, die irgendwann sich mal gedacht haben, pass auf, jetzt übernehme ich mal einen Bundesliga-Verein, ja, als Hobby. Das stimmt doch irgendwas nicht. Das stimmt ziemlich viel nicht. Das ist doch völlig nicht gut. Da könnte ich ja wie gehen, wenn ich jetzt 18 wäre. Ich bin jetzt eure Präsidentin. Ja, wenn ich 18 wäre, ich gehe jetzt hin, ruf an, also meine Freunde, ich bin jetzt eure Präsidentin. Was soll das denn? Ja. Ich meine, die müssten die Präsidentin wählen, die müsste auch damit einverstanden sein und die müsste gewählt werden. Und so, nach den Vorstellungen, wie die sie auch haben, nicht einfach so eine von Heidi Reda. Deswegen predige ich ja immer den Leuten, die im Verein drin sind und sich stark mit dem Verein verbunden fühlen. Werdet Mitglieder in dem Verein. Als Mitglieder habt ihr die Möglichkeit, in den Mitgliederversammlungen mitzuwirken und mitzuwählen. Dann könnt ihr euch die, aber ihr könnt aber mitwählen. Wenn du nicht die Fähigkeit hast, da als Volkstribun aufzutreten und nicht vernünftig zu reden zu können, dann kannst du aber die Hand hochheben. Und deine Hand zählt genauso wie die Hand von Herrn Nauner und Herrn Bader und vielen anderen auch. Ja, und Sie? Sehr wichtig. Du. Jetzt möchte ich gleich nochmal, Moment mal, dazu fällt mir jetzt gerade im Moment was, vielleicht etwas Wichtiges ein. Es gibt Rockergruppen auf dem Fußballplatz, die haben als Kristallisationspunkt das Fußballspiel und das, was sich um das Fußballspiel herumrankt. Es gibt andere Rockergruppen, die haben ihre Motorräder als Kristallisationspunkt und kennzeichnen sich dadurch. Ich glaube nicht, weil das jetzt der Fußball unbedingt die Initialzündung für das Auftreten solcher Gruppen ist, sondern dass die Gruppen aus irgendwelchen anderen Gründen heraus sich gebildet haben und die nur eben irgendein Medium brauchen, um sich noch besonders produzieren zu können. Ja, aber das hängt doch ganz stark mit dem zusammen, was er auch gesagt hat. Ich meine, also wir kommen nicht darum zu sagen, dass also die Bedingungen, die wir, ich muss das also oder will das in so kleinen Geschichten fassen, die Bedingungen, die Woche an Alltag so mit sich bringt, ist mit die Voraussetzung dafür, wie man sich am Wochenende erholen kann, also wenn man das so will. Genauso, wenn ich das mal für mich erzählen darf, wenn ich... Aber das kann der Verein nicht lösen. Wenn der Verein kann nicht lösen, nicht allein lösen. Aber er profitiert davon, also muss er auch damit helfen, dass er es alleine nicht lösen kann, ist mir klar. Lassen Sie mal aus meiner ganz persönlichen Sicht etwas dazu sagen. Wenn Rot-Weiß gewinnt, ist das für mich ein Erfolgserlebnis. Ja, wie bei Gladbach und Rot-Weiß. Wenn Rot-Weiß verliert, dann bin ich irgendwie deprimiert. Vor allen Dingen, je nachdem, wie die Niederlage verloren. Sauer. Ja, genau. Und meine Frau, die merkt das zu Hause an meiner Stimmung, je nachdem, wie ich nach Hause komme. Wenn ich das selbst schon, wo ich dann sage, ich sehe das schon einigermaßen nüchtern und vernünftig, selbst schon so reagiere, dann kann ich das besonders gut verstehen bei jungen Leuten, die schon emotionsgeladen auf den Platz kommen. Nicht nur emotionsgeladen, die also die Möglichkeit haben,
die nur die Möglichkeit haben, wie Sie erzählt haben, auf der Schlackenhalde sich zu tummeln, noch nicht mal genug Geld haben, um in die Kneipe zu gehen oder in eine Diskothek zu gehen, sondern sich am Wasserhaus ihr Bier holen müssen, die also im Grunde genommen ausgeschlossen sind von all dem, was an schönem Leben versprochen wird. Und da kann ich natürlich doch schon verstehen, die Reaktion. Mit der Gladbach oder Bayern. Bayern sieht zum Beispiel nur Europacup. Die anderen interessiert ja gar nicht mehr, ob die gewinnen oder was. Wir, wenn wir gewinnen. Wir würden glücklich, da trinken wir uns ein. Oder das stimmt ja nicht. Oder die Niederlande, ärgern wir uns. Ja, aber ihr trinkt euch doch schon vorher. Ein wenig von Bayern, das trinken wir auch alle nicht mehr. Das trinken wir alle nicht mehr. Das sind 10%. Die sind einer, die nehmen wir. Ja, dann kann ich aber auch sagen. Lass mal einreden. Ja, du bist einer, der nimmt alle unter einer Kappe. Ja doch, genau. Ich versuche euch ja zu provozieren. Ja, weil ihr, so. ihr sagt, alle einer für alle für einen. Also muss ich euch auf eine Kappe nehmen. Dann kappst du doch. Muss euch über einen Kamm scheren doch. Ihr seid nicht mal, bereit, wann warst du das erste Mal bei Rot-Weiß? Ich glaube, da hattest du noch eine Pille auf das 14. Ja, da warst du noch gar nicht da. Warst du noch mit dem Förmchen im Sand gespielt. Warst du was da noch jugendlich, ja? Ja, da war ich glaube ich 9 oder 10. Ja, standst du schon in der Westkurve? Nein, ja gut, ja, da haben wir auch gestanden, ja. Aber da gab es sowas nicht. Ja, wie lange ist das schon her? Früher. Ja gut, da gab es mal vielleicht, ja? Ist doch alles verändert. Da gab es vielleicht sowas nicht. Aber wenn du dich jetzt in der Situation von heute versetzen würdest, ja? Ich wette, wenn du noch jugendlich bist, würdest du mitmachen. Genau wie alle anderen. Ja, genau. Würdest du voll. Aber 100%ig. Also ich will nur, dass wir versuchen, dass wir uns immer in der Lage versetzen, wie wir heute sind. Früher, da war das, ja, meine Mutter und mein Vater mir erzählt, da war anders wie heute. Bedauert ihr euch nicht ein bisschen selbst? Na, wieso? Ihr sagt, in der Lage, in der wir sind. Ja, wir sind ja in einer scheißigen Lage. Ja, versuch mal, die zu ändern. Was beschissene Lage sind wir? In welcher denn? Ja. Wir haben gar nichts. Ja? Haben wir ein Jugendheim? Ja, also ja, hier haben wir Jugendheim. Aber wer ist da drin? Ein Schläger oder so. Wenn wir da reinkommen, kriegen wir da auf eine Maske. Das ist doch scheiße. Boah, aber haben wir, was anderes haben wir doch gar nicht. Stimmt. Ich wohne zum Beispiel in Steele, ja? Wir sind in Steele zum Beispiel, wohne ich, ja? Du wohnst in Steele? Ja. Ja, ich wohne heute in Düsseldorf, ich habe früher auch in Steele. Ja, ist ja auch egal, ne? Wenn nein, das interessiert mich, Steele. Ja, pass auf. Ja. Sitzen wir vielleicht vor der Haustür? Sitzen wir immer, ne? Da kommen Leute, haut ab hier, was wollt ihr hier? Dann sagen wir, wo sollen wir denn anders hin? Ja, wissen wir auch nicht, aber ihr habt da nichts zu suchen. Dann gehen wir woanders hin, da kommen die gleichen raus. Ja. Und wo sollen wir denn hin? Wo wird niemand was? Weißt du, wo wir hin sollen? So hin sollen? Vielleicht ist das vielleicht anders. Nein, ich bin ja in Steele groß, ich wohne erst seit 10 Jahren in Düsseldorf. Ja. Ich bin also, als ich so alt war wie du, war ich genau in der gleichen Situation, aber ich kann mich nicht erinnern, wir haben zum Beispiel Fußball gespielt. Ja, wir können doch nicht jeden Tag reden oder nein, gut, aber wir hatten zum Beispiel irgendwo eine Tischtennisplatte und haben da Tischtennis gespielt, wenn es geregnet hat. Aber du hast doch Freunde, die Freunde, die haben, irgendeiner hat einen Keller, wo man sich beschäftigen kann. Das ist ja, wir wohnen in der Siedlung, wenn wir da im Keller sind, machen da vielleicht mal Musik oder so, kommt der Hausbau oder so, beschwert sich zuvor, müssen wir auch raus. Wir sind eine ganz große Siedlung. Ja, jetzt sag du mal, was sollen wir machen? Wir können nicht voll auswinden, wir können nicht am Kindergarten, da haben wir einen Treffpunkt. Dann kommen auch Leute, da beschweren sie sich. Wo sollen wir hin? Ja, und sonst müssen wir aus dem Sacker kommen. Ja, das ist alles das Problem Brot und Spiele, nicht wahr? Das hat es in allen Zeiten schon gegeben, vor allem Exerzensis. Gut, gut. Nur eins in allen Zeiten Brot gegeben. Nur in allen Zeiten waren sie immer dann wirksam, wenn die gesellschaftlichen Geschichten nie funktioniert haben. Und versprochen sind sie ja alle, die Lösungen für die gesellschaftlichen Probleme. Nur wenn die Jungs sagen, sie sind nicht da und sie erfahren sie tagtäglich, dass sie nicht da sind, haben sie recht. Und ja, das ist richtig. Wir haben nun die großen Zusammenballungen in den Städten, wo diese Probleme vielleicht anders sind als in ländlichen Gegenden. Das ist sicherlich ein Problem, die Menschen haben unter der Woche nichts zu tun, haben ein mehr oder weniger freudloses Dasein und ärgern sich darüber, sie spüren, dass ihnen etwas fehlt im Leben, gehen zum Fußballplatz und wollen dort ihre Emotionen loswerden. Das ist ganz eindeutig beobachtet worden, dass die Leute, da möchte ich mich nicht ausschließen, wenn ich auf den Fußballplatz gehe, dann muss ich losbrüllen, wenn unsere Mannschaft ein Tor geschossen hat oder wenn ich eine gute Spielpassage gesehen habe. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich zu irgendwelchen Handgreiflichkeiten kommen würde. Wenn wir in unserer Gesellschaft nicht genug Leute finden, die also zum Beispiel nicht bereit sind, Rocker, die auf der Straße jemanden zusammenschlagen, festzuhalten und denen auch auf die Nuss zu kloppen oder die Polizei zu rufen, dann dürfen wir uns auch nicht wundern, wenn solche Dinge in der Westkurve passieren. So etwas gibt es ja auch.
Genauso etwas gibt es ja auch. Und wir hatten eben von dem Begriff Solidarität gesprochen, den ihr in der Westkurve langsam entwickelt habt und der da auch besteht. Sicherlich, dieser Begriff Solidarität geht manchmal über gewisse Grenzen hinaus. Eins aber steht fest. Wir haben uns, Herr Dr. Bader, Herr Kaminski und ich, wir haben uns schon Gedanken gemacht über die Probleme in der Westkurve. Und wir haben, das ist vielleicht für euch ganz interessant, einen Abend vorgesehen. Und zwar einen Abend, den wir praktisch nachziehen, nach einem Verein, der uns das vorgemacht hat. Das war der erste FC Köln. Der hat es sehr gut gemacht, ist nicht unsere Erfindung, aber wir stehen nicht an, das nachzuholen. Der erste FC Köln hat also eingeladen, den Mannschaftsführer, den Trainer, einen Schiedsrichter aus Köln, irgendeinen, einige Mitglieder im Verein, einige Leute aus der Gruppe, die immer Krach machen und Rabatz machen. Und die sollen dann an dem Abend diskutieren. Und genau das haben wir bei Rot-Weiß Essen auch vor. Wir haben also vor, in der Hafenstraße, in der Gaststätte, da wo die jungen Leute sich treffen, da haben wir vor, einen Diskussionsabend zu machen mit solchen jungen Leuten, wie sie heute Abend hier sitzen. Eventuell auch mit Leuten, die Krach machen und ihre Aggressionen loswerden wollen, nochmal zuschlagen. Wir haben vor, den Herrn Burgers einzuladen, das ist ein bekannter Bundesliga-Schiedsrichter hier in Essen. Burgers, der Herr Horvath kommt, Herr Lippens kommt, Herr Nikelski ist der Geschäftsführer und Herr Dr. Bader wird das Präsidium vertreten. Dann möchten wir uns mal ohne Fernsehen, was natürlich so ein gewisse Zwänge mitgibt in der Diskussion, wollen wir uns gar nicht von freisprechen, ohne Fernsehen ganz unter uns unterhalten, welche Probleme haben wir überhaupt? Wie können wir welche Leute? Ich finde es auch richtig, dass wir so. Und das wird allerhöchste Zeit. Ja. Und das werden wir tun, wahrscheinlich im Januar, zu Beginn der nächsten Saison. Wir haben jetzt noch ein Heimspiel gegen Karlsruhe, da können wir keine Engel mehr runterholen in der Restkurve. Ich finde es. Laden wir Sie schon ganz herzlich ein. Da können Sie mal. Ja, gerne. Also wenn der Kontakt zwischen Verein und Publikum wiederhergestellt ist und das, wie man so schön sagt, so die Familie ist, dann kriegt nämlich der Verein was von dieser Solidarität ab und das schadet keinem Bundesliga-Verein. Von der Solidarität ist in der letzten Zeit von unserer Vereinsführung etwas flöten gegangen. Ja gut, das merke ich heute Abend als Kritik an. Okay, Moment, ne? Ja, das war's. Danke. Sehr schön. Okay. Am vergangenen Montag stand ein Artikel in einer Kölner Tageszeitung mit der Überschrift Die Bürgerwehr aus der Stehkurve. Am Wochenende hatten sich Fanclubs oder Vertreter von verschiedenen Fanclubs von Bundesliga-Vereinen hier in Köln getroffen und haben darüber beraten, wie sie von sich aus mit ihren Fans zurande kommen wollen. Die Sache ist natürlich sehr problematisch. Auf der einen Seite wird von allen Beteiligten eine Befriedungsaktion gewünscht. Auf der anderen Seite ist aber ganz klar, dass erst die Gründe für die Unruhe in den Stadien beseitigt werden müssen. Denn wenn diese Gründe nicht beseitigt sind, dann ist eine Befriedungsaktion nichts anderes als eine Polizeimaßnahme und wird letzten Endes das Problem nur vertagen und es nicht lösen. Einen anderen Versuch macht Rot-Weiß Essen als Verein. Am 6. Februar ist eine Veranstaltung anberaumt, bei der die Fans die Möglichkeit zur Aussprache haben, sowohl mit Spielern als auch mit Vertretern des Vorstands. Man wird sich bemühen, von beiden Seiten das Problem anzugehen und vielleicht auch einen Beitrag zur Lösung zu bringen. Guten Abend.